hep beraber bir tekne turu yapalım. Lass uns heute gemeinsam eine Bootstour machen. Lass uns heute gemeinsam eine Bootstour machen. Tüm şehri saran su kanallarından Amsterdam'ı seyredelim. Schauen wir uns Amsterdam von den Wasserkanälen aus an, die die ganze Stadt umgeben. Schauen wir uns Amsterdam von den Wasserkanälen aus an, die die ganze Stadt umgeben. Ladies and gentlemen, Shipping Company Plus wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of other lights we will pass on route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Plus. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Bu su kanallarının özel bir tanımı var mı? Haben diese Wasserkanäle eine besondere Bezeichnung? Haben diese Wasserkanäle eine besondere Bezeichnung? Evet, var. Bu kanallara Gracht deniliyor. Ja, sie haben es. Diese Kanäle werden als Grachten bezeichnet. Ja, sie haben es. Diese Kanäle werden als Grachten bezeichnet. St. Nicholas Church. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Recht, sehen Sie die Basilika des Heiligen Nikolaus. Man nennt sie auch die St. Nikolaus-Kerk. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, St. Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Anonslarda neler söyleniyor? Was wird in den Durchsagen erzählt? Was wird in den Durchsagen erzählt? Turistleri Amsterdam tanıtılıyor. Amsterdam wird den Touristen bekannt gemacht. Amsterdam wird den Touristen bekannt gemacht. Sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamsche Schouwstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. Gezilen yerlerdeki binalar ve tarihleri anlatılıyor. An den besuchten Orten werden die Gebäude und ihre Geschichten erklärt. An den besuchten Orten werden die Gebäude und ihre Geschichten erklärt. Şehirdeki kanalların toplam uzunluğunu biliyor musun? Weißt du, wie lang die Kanäle der Stadt insgesamt sind? Weißt du, wie lang die Kanäle der Stadt insgesamt sind? Kanalların toplam uzunluğunun yaklaşık olarak 80 kilometre olduğunu okumuştum. Ich hatte gelesen, dass die Gesamtlänge der Grachten ungefähr 80 Kilometer beträgt.
Ich hatte gelesen, dass die Gesamtlänge der Grachten ungefähr 80 Kilometer beträgt. Einem alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert. Kanallarda pek çok yüzer ev var. In den Kanälen gibt es viele Hausboote. In den Kanälen gibt es viele Hausboote. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Bu yüzer evlerde yaşamak çok keyifli olabilir. Das Leben in diesen Hausbooten kann sehr angenehm sein. Das Leben in diesen Hausbooten kann sehr angenehm sein. Yüzer evlerin içini gördün mü hiç? Hast du jemals ein Hausboot von innen gesehen? Hast du jemals ein Hausboot von innen gesehen? Bir belgeselde görmüştüm. Küçük ve çok sevimli bir evdi. Ich hatte es in einer Dokumentation gesehen. Es war ein kleines und sehr süßes Häuschen. Ich hatte es in einer Dokumentation gesehen. Es war ein kleines und sehr süßes Häuschen. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. To our left is the Waterloo-Plein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. À gauche se trouve la Waterloo Plain, le plus célèbre marché de seconde main d'Amsterdam. Ce marché était à l'origine un endroit où on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. Schönes Leben. Herrlich. Amsterdam'da kaç tane köprü vardır acaba? Wie viele Brücken gibt es in Amsterdam? Wie viele Brücken gibt es in Amsterdam? We are now sailing the Amstel River. Şehirde yaklaşık 1400 tane köprü bulunuyor. In der Stadt gibt es ungefähr 1400 Brücken. In der Stadt gibt es ungefähr 1400 Brücken. Le Blaue Brücke, que nous voyons en face de nous, et dont les piliers sont décorés de représentations inspirées par le siècle d'or néerlandais. Bu kanallar ve köprüler neden inşa edilmiş? Warum wurden diese Kanäle und Brücken gebaut? Warum wurden diese Kanäle und Brücken gebaut? Hallo.
get into the Heerenkracht. Kanallar ve köprüler şehrin savunması ve ulaşım için inşa edilmiş. Die Kanäle und Brücken wurden zur Verteidigung der Stadt und zum Transport gebaut. Die Kanäle und Brücken wurden zur Verteidigung der Stadt und zum Transport gebaut. So eng hier. Evlerdeki merdivenler çok dar. Die Treppenaufgänge in den Häusern sind sehr eng. Die Treppenaufgänge in den Häusern sind sehr eng. Bu nedenle daha büyük mobilyalar sadece vinçle daireleri taşınabilir. Deshalb kann man größere Möbel nur mit einer Seilwinde in die Wohnungen transportieren. Deshalb kann man größere Möbel nur mit einer Seilwinde in die Wohnungen transportieren. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Bei der Hausnummer 362 bis 368 sehen Sie einige majestätische Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert. The bell gable, the neck gable, the frame gable and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years and they belong to our world heritage. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Teknelerin üstü cam kaplı. Die Boote haben ein Dach aus Glas. Die Boote haben ein Dach aus Glas. Böylece kış mevsiminde de tekne turları yapmak mümkün. Dadurch sind auch im Winter Bootsfahrten möglich. Dadurch sind auch im Winter Bootsfahrten möglich. Thank you.
geduldig. Wir sind zum Ende unserer Tour gekommen. Wir sind zum Ende unserer Tour gekommen. Tekne turunu beğendin mi? Hat dir die Bootstour gefallen? Hat dir die Bootstour gefallen? Çok beğendim. Sıra dışı bir deneyim oldu benim için. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich. Wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Plus hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Fahrweise des Kapitäns zufrieden sind. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam. Bis zum nächsten Mal.